Einen Ausflugstipp haben wir noch, einen letzten aus unserer Wochenserie über die beliebtesten Treffpunkte im nächtlichen Berlin. Zum Finale geht's zur Ausgehmeile mit dem jüngsten Publikum in ein früher ausgesprochen proletarisches Viertel. Direkt am S-Bahnhof Ostkreuz, dort, wo Friedrichshain fließend in Lichtenberg übergeht, rund um die Sonntagsstraße. Ein bisschen vom früheren Charme ist auch noch erhalten. Dort trägt man noch seine Bierflasche in der Hand und durch die Nacht. Viele Stehcafés und Imbisse prägen das Bild im Kiez der Nachtschwärmer, die nicht so viel Geld in der Tasche haben. Wir haben versucht, Ort und Umgebung im folgenden Beitrag allein durch die Bilder und unterlegte Musik wirken zu lassen. Das hier ist halt immer noch ein bisschen jugendlicher und ein bisschen abgeratzter. Also es ist mehr so aufs Feiern ausgerichtet als jetzt Prenzlauer Berg, wo man vielleicht abends mal ein Bier trinken gehen kann, aber nicht eben das Feiern. Also ich komme hier gerne her, weil die ganzen kleinen Kneipen und so, ist ganz lecker hier. Das ist der kleine Kudamm vom Osten. Von dem ankomme hier aus Lichtenberg sozusagen, ist relativ nah dran und habe hier auch immer bis jetzt meinen Spaß gefunden irgendwie. Ich sag mal so, hier sind mehr Leute unterwegs, also hier sieht man mehr Leute mit Bierflaschen rumrennen, mehr alkoholisierte Leute als in Mitte oder Prenzlberg, ist meine Meinung jetzt so. Ja.